Bitte leg jetzt nicht irgendwie rum und sei tot. Bitte nicht. Dynamite! Get young food, good season. So, Kleidung. Ich nehme mal die 9mm Pistole. Ein wenig. Oh, die sieht aber schön aus. Schick. She's fucking chic, you know? Ah, ja. Oh, ja, hier ist viel Zeug. Crown Kicks. Du kriegst Geld. Das nichts liegt, Geld, habe ich jetzt richtig gesehen? Oh, was haben wir da? Noch ein Safe. Schwer. Krasser Scheiß. Was habe ich da jetzt aufgehoben? Stangenzigaretten. Scheiß drauf. I don't need this, because I don't need this. Na, ich gehe einfach mal davon aus, dass hier kein Sunset Sarsaparilla Sternkronkorken ist. Hallo? Aufzug. Der Aufzug ist kaputt, aber er sieht reparierbar aus. Sag mal, bin ich so schwach auf der Brust, was Reparatur angeht? Was ist mit mir los? Habe ich überhaupt schon mal das Spiel gespielt? Sternkronkorken! Man spricht gerade von dem Jumble Vision und das ist vor allem. Das ist wie im wahren Leben ist das. So. Endlich mal etwas, was ich hier öffnen kann. Boo! How can I help you, bitch? I'm gonna kill you! I'm gonna kill you! Sogar ohne den Penis-Modus. Ja, Stufenaufstieg! Uhu. Okay, wie war das nochmal? Ich habe alles vergessen, was wir vorhin gesagt haben. Wissenschaft 40, reparieren 25, lächerlich. Ja, wir gehen bei Wissenschaft natürlich hoch. Auf 50. Na, wenn ich... Wo muss ich bei Wissenschaft? 55, ne? Da kann ich noch so ein schwules Buch lesen, dann ist alles cool. Okay. Und dann haben wir ja gesagt, dass wir eigentlich bei Überleben hoch mal müssen. Aber wir müssen auch mal hier auf 35, ist ganz klar. Falsch natürlich auch hoch. Medizin, ne? Nahkampf, ne? Wie viele Punkte habe ich noch? 2. Reparieren, ne? Schleichen, ne? Schusswaffen, Überleben. Fertig. So. Hey, Pavel Bandit. Jetzt kann ich bestimmt die Waffe reparieren und werde dadurch etwas leichter. Schutzwirkung. Schutzwirkung heißt wahrscheinlich. So, und ich hab mir jetzt überlegt, scheiß drauf. Was bringt mir die andere Rüstung? Nichts. Weg damit. Ja. Wer will schon wieder RNK gekleidet sein? Welche Schwuchtel? So, jetzt hebe ich die anderen zwei noch auf, die anderen zwei Toten. Ich hebe sie auf, ich will die Toten aufheben. Eure Rüstung könnt ihr behalten. Soll ich direkt noch mehr mitnehmen? Jetzt bin ich leicht wie ein Vulkan, darum passe ich mich an. Also, reparieren, reparieren. Guckt euch jetzt an, wie gut ich jetzt bin, wie gut ich jetzt dabei bin. Ich kann mich bestimmt auch viel schneller bewegen. Is it 'cause I'm cool? Maybe. Da rechts ist wieder ein Fahrstuhl. Nein, eine Tür. Kagami, Mansons, Nuka-Cola, and this is a door. Look at this door, it's so poor, that this door is there. Okay, da kommen wir in die zweite Etage. Jetzt wollen wir doch nochmal kurz unten gucken, ob wir da wirklich alle Haudegen kaputt gemacht haben. Denn wir sind ja auch ein alter Haudegen. Ich trink mal was. Gucken wir mal kurz nach unserer Dehydration. Ja, 104 ist natürlich nichts. Da bin ich schon im wahren Leben deutlich stärker dehydriert gewesen, ja, also. Also vor allem im Spaß. Weil da macht es ja am meisten Spaß. meine andere Rüstung brauche ich nicht. Schlauchkasten brauche ich. Da hockt ja einer. Mindemol. Habe ich überhaupt schon mal gespeichert heute? Ich glaube nicht. Wow! Heute lebe ich aber ganz schön auf großem Fuß. Ich meine, auf wackelig, auf. Ich bin Angst. Ha, ich bin Angst. Wer sind Sie? Arschhörnchen-Eintopf. Alles mitnehmen. Und dann natürlich, jetzt wartet kurz, bevor ihr schreit. Oh nein, Killer, jetzt bist du doch so fett geworden, kannst nicht mehr laufen. Ich weiß. Aber ich esse jetzt auch was. Und zwar esse ich nun... Ich esse ein aufbereitetes Wasser und trinke ein Ramen-Steak. So, Stärke plus... guck mal. Deputy Beagle. Ah. Moment mal. Deputy, ich werde dich hinausrauben.
Ich will mir sein Journal angucken, weil er hat doch irgendwelche Aufzeichnungen, hieß es doch, oder? Er hat nichts gemerkt, weil er einfach behindert ist. Sind Sie zufällig gekommen, um mich zu erretten? Ich würde mir dafür die Daumen drücken, aber meine Hände sind ganz taub. Haha, Sie müssen der Beagle sein. Oh ja, sehr vergnügt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin hier in einer, misslungenen Lage. Wäre Ihnen höchst verbindlich, wenn Sie mich freimachen könnten. Hat er mir gerade den Scheiß dann wieder zurück abgenommen? Hey, wie kam es, dass Sie als Geisel genommen wurden? Also, ich kann nur sagen, das war mein Karrieretief als Gesetzeshüter. Die Pulverbande schlich bei Nacht in die Stadt und brachte meine Schwester und ihren Mann, den Sheriff, um, im Bett, während ich schlief, im Büro. Ich überwachte sie scharf und wartete sprungbereit auf den rechten Moment, um sie alle zu arrestieren. Dabei machte ich mir gewissenhafte Notizen. Zu meinem Besturz wurde ich entdeckt, während ich in den Schatten lauerte und man verbrachte mich an diese Örtlichkeit. Ich finde, soll das ein Schreiberling werden, mein Freund? Ich werde sie jetzt freilassen. Oh, na, das ist ja großartig. Ich denke mal, ich mache mich auf die Fersen nach draußen. Die Luft ist doch etwas eng hier drin. Wenn Sie versuchen wegzulaufen, statt an meiner Seite zu kämpfen, dann bringe ich Sie selber um. Klingt schon mal nicht schlecht. Ich habe Sie doch nicht losgemacht, damit Sie weglaufen können. Bleiben Sie hier, wie Pippi. Klar, laufen Sie nur weg. Eine große Hilfe waren... okay. Oh, aber gewiss doch. Ich würde nie zulassen, dass Sie meine Entführer mit meiner Hilfe bekämpfen. Ohne meine ich. Bitte Ihnen nach. Okay, Spasti. Alles klar. Ich weiß Bescheid, du scheißt beweit. Ist hier noch einmal noch irgendwas Cooles hier? Ein Erste-Hilfe-Kasten. Ist natürlich wieder prickelnd sowas, ja? So. Vorsicht! Vorsicht! Hört ihr das? Meine Nichte wird jetzt so machen. Hört? Was? Also sie wird jetzt nicht, was schreien. Was hat denn der in der Hand? It's just a flamethrower! Peng, 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 du Popo, peng! Guck mal, schießt er gerade mit seinem, So, der Deputy Beagle darf natürlich nicht sterben. Ist ja klar. Turpentine! Black Betty! Ah, das ist der pulverbedienten Anführer, okay. Da war es natürlich mit einem ganz dicken Kerl zu tun, ja. Und er trifft mich voll, ich brenne. Ich habe die Biege, bitte. Töte alle. Ich brenne immer noch. Okay. Ich brenne nicht mehr. Alles ist cool, beruhigt euch. Ich muss schnell was futtern. Und zwar ein bisschen... Dandy Boy Apple. Ja. Und noch ein Arschhörnchen-Eintopf. Krass, Flammenwerfer. Okay, den muss ich natürlich mitnehmen, ist klar. Bleib mal cool. Schreib mal nicht so viel rum, bitte. Doch mal cool. Oh, Flammenpatronenwaffe. Leerer Brennstofftank. Ja, komm. Komm, nimm ich mit. Die Lederrüstung kann ich sicherlich nicht vernutzen. Nicht benutzen, um meinen Jumble hier zu reparieren. Gut. Okay, also, jetzt sind wir natürlich hier sehr vollgestopft. Selbst ist der Mann! Reparieren Sie Ihren Scheiß! Dann schmeiße ich die weg. Okay, noch 6 zu viel. Deputy Beagle! Bitte sei nicht tot. Bitte leg jetzt nicht irgendwie rum und sei tot. Bitte nicht. Oh Gott, Beagle, ich hasse dich, du Arschloch. Ich meine natürlich, ach, Beagle, nein, ich muss laden. Okay, okay. Ich raste aus. Ich nehme jetzt sofort meine ultra fette Waffe. Mit meinem Machine Pistol. Au. Der bitte Beagle. Wie du stirbst. Bleib stehen jetzt. Mich hat's ultra erwischt. Nachladen. Ja, spiel deine Waffe rum. Haha.
Beagle, lebst du noch? Beagle, Beagle, Beagle. Bleib am Leben, bitte, Beagle, kurz. Okay? Leb bitte weiter. Ich habe nicht vor, das Bison Steve jemals wieder eines Schrittes zu würdigen, wenn ich jemals hinausgelange. Los geht's, Kumpel. Lassen Sie uns auf. Oh, ein verbrannter Pulvermandin, das ist traurig. Sehr schön gut, sehr schön gut. So. Ich gehe jetzt hier natürlich wieder ultra gefüllt raus, das ist echt blöd. Ja, das war's. So, bei den Waffen, was kann ich da noch machen? Bei den Outfits. Ich habe so schöne Outfits. Ah, 7 Gramm, Kilo, 1000, zu schwer. Dandy Boy Apple und mein Arschhorn-Imbiss. So, ach so, Deputy. Du lebst noch. Deputy? Ne, ist tot, ist rastig aus. Und da steht er noch. Okay. Okay, alles cool. Nicht ins Feuer laufen, Deputy Beagle. Gut. Fallobst. Ich muss mich jetzt eh langsam vollfuttern. Damit meine TP wieder steigen. Sunset Sarsaparilla, nie im Leben, kleiner Killer. Warum steigt denn mein Life nicht? Ach, ich wollte doch eh nicht das Zeug. Ich trinke einfach Sunset Sarsaparilla. Wo sind sie denn? Niemand bei S? So. Okay. Jetzt wird's voll. Sehr gut, sehr gut. Kronkorken hinzugefügt. Hier ist nichts mehr versteckt, irgendwie in der Kiste oder was weiß ich. Es ist so krass, wie wenig ich sehe, weil es hier einfach so hell ist. In meinem Zimmerzimmer. Was ist jetzt? Das sind die Erscheinungen, die Code-Erscheinungen. Fallobst ist runtergefallen. Deputy Beagle, kommst du bitte? Danke. Also, wir gehen hoch auf die zweite Etage. Wir essen noch ein Brahmin Steak. Damit wir wieder genug Stärke haben. Brahmin Steak. Where are you, Brahmin? I think you'll be bay. So, los geht's. Oben vor der Tür wird natürlich nochmal nach Killerart des Hauses die Waffe gezückt und gespeichert. Ist ja klar. Und ich würde sagen, jetzt haben wir genug mit der Maschinenpistole geschossen. Ich habe ja doch, weil ich alles aufhebe, eine recht große Auswahl an Waffen. Nehmen wir mal die 10mm Pistole. Oh, sehr schick. Sehr schicke Waffe. Sehr schicke Waffe. Sehr schicke Waffe. Do. Was? Deputy Beagle, mach du alles! Deputy Beagle? Krass, voll die Entzugserscheinungen. Echt eklig, Nuka-Cola. So. Ich muss eine Nuka-Cola süffeln, denn ich kann wieder nicht laufen. Ambi Nuka-Cola. Oder was habe ich denn? Habe ich nicht noch so Gecko-Kack? Ach, Gecko-Fleisch. Ah, das bringt ja Minusstärke, ne? Shit, bro, shit. Na, okay, ich komme nicht drum rum. Ich glaube, ich muss die. Ja. So. Mülltonne. Ist da etwa was Tolles drin? Boom! Geil. Geil. Sehr leicht, okay. Ist halt cool, wenn man jemanden dabei hat. Ich habe sehr gerne Leute dabei. KPT gecrippelt. Heißt es crippled? Bin ich crippled? Deputy? Sehr gut, du bist noch. Ich habe nicht vor, das beißen. Ja, ich weiß. Los geht's, Kumpel. Guck mal, was hier noch so ist. Was es hier noch so zu holen gibt. Eine Arzttasche habe ich da doch schon mal gesehen. Und die werde ich mir auch direkt zu Gemüte führen, diese Arzttasche. Dann bin ich nicht mehr gecrippelt. Ich bin ja eh hart gecrippelt und ich habe zusätzlich natürlich noch jetzt das Problem wieder des Übergewichts gelöst. So wie im wahren Leben. Nimmt einfach eine Arzttasche. Buh! Buh! Machen wir die Tür auf. Ahaha! Damit hat er gerechnet. Er kommt gerade vom Kacken, aber das ist schön. Oh mein Gott! Bam! Bam! Aua, mein Kopf! Oh nein! Na, er kann ja gar nicht mehr schreien, wenn er also. Au, Deputy, 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 mein Kopf ist verkrüppelt, weil du mir nicht hilfst.
Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Sehr gut.